Ja, meine Freunde, wie ihr nun unschwer erkennen könnt, geht es heute einmal um den Kanal Trau keinem Promi. Warum ich mich entschieden habe, mich jetzt noch 23:15 Uhr hinzusetzen und zu diesem Thema ein Video zu machen, liegt daran, dass ich, nachdem ich sein Video hier geschaut habe, letztes Statement zum Gespräch mit PA Sports, ein erhöhtes Interesse daran hatte, mich zu diesem Thema mal zu äußern. Denn ich habe das Interview mit PA Sports gesehen und PA Sports war tatsächlich der einzige deutsche Rapper bisher, welcher sich getraut hat, sich mit dem Kanalbetreiber von Trau keinem Promi einmal an einen Tisch zu setzen. Für alle, die das Thema interessiert, weil das ist ein extrem langes Interview. Das geht fast 2 Stunden. Ich breche nur die Highlights runter, skippe mal die Highlights durch, rede darüber und gehe dann vor allem nochmal darauf ein, was jetzt im Nachfeld noch passiert ist nach diesem Interview. Denn da ist PA Sports ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich fast sagen. Und ich fand, obwohl ich nicht so ganz hinter dem Trau keinem Promi stehe, fand ich seine Reaktion darauf wiederum, dass sich PA im Nachgang so ein bisschen im Ton vergriffen hat, ziemlich gut. Im Vorfeld hat der Trau keinem Promi, der ja relativ polarisiert mit seinen Videos, sehr, sehr viele Videos gemacht über diverse Rapper und die in meinen Augen teilweise sehr wilde Verschwörungstheorien aufgestellt. Und man sieht jetzt hier schon an dem Bild Illuminati Deutschrap Update, wo unter anderem auch Bushido zu dieser Gruppierung gehören soll. Und auch PA wurde im Vorfeld mit solchen Dingen konfrontiert und mit solchen Behauptungen und hat darauf reagiert. Es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Trau keinem Promi. Und dieser Kollege von Trau keinem Promi hat ein Video gemacht. Desperados 2, 666, Handzeichen, Illuminaten und sonst irgendwas. Wir sind ganz schlimme Teufelsanbeter geworden, die ihre Seele an die okkulten Gesellschaften, Geheimgesellschaften verkauft haben und jetzt im Auftrag des Teufels musizieren. So, ich würde den Betreiber gerne, weil ich finde, das ist echt Betrug. Ich finde, der spielt mit dem Kopf und der Gedanken von jungen Leuten, die sich so eine Scheiße auf YouTube reinziehen und es dann auch wirklich glauben. Ich würde den Betreiber gerne einladen zu einem Gespräch im Livestream vor ganz Deutschland. Unterhalten wir uns über alles, was du willst. Über Illuminaten, über den Illuminatenorden, über Freimaurer, über George Bush, sein Onkel, 9/11, Loose Change. Was du willst! Und irgendwann kam es dann dazu, dass er gesagt hat, hier, pass auf, wir setzen uns an einen Tisch und dann kannst du dir selber ein Urteil bilden, ob ich denn ein Illuminat bin oder ob ich irgendeiner Sekte angehöre. Und das Gespräch lief eigentlich ganz fair ab. Mein Name ist PA Sports an der Stelle. Ich habe hier den Tillmann heute zu mir nach Berlin eingeladen. Das ist doch tatsächlich einer der wenigen Namen, die ich vorher noch nie gehört habe. Also körpersprachentechnisch sieht der Tillmann auf jeden Fall nicht so stark aus wie PA, aber gut, das ist ja klar, PA strotzt ja quasi vor Selbstbewusstsein. Warum gibst du jemandem diese Plattform und Werbung und so? Ich denke gar nicht so krass darüber nach. Ich habe einfach Bock, dieses Gespräch mal ein bisschen zu führen und auch. Und das ist auch eine Sache, wo man direkt einhaken muss und sagen muss, so Props an PA. Nicht nur, dass er der Erste ist, der sich der Sache überhaupt stellt, sondern dass er auch offensichtlich unvorbereitet da reingeht und einfach es auf sich zukommen lässt, spricht eigentlich schon direkt dafür, dass er einfach nichts zu verbergen hat. Und in den USA ist es jetzt noch viel offensichtlicher als hier. Also da gibt es wirklich klare Zeichen, so Jay-Z mit dem Aleister Crowley-T-Shirt, das Baphomet-Zeichen, so Beyoncé trägt diesen Baphomet-Ring, ganz bewusste Hinweise auf Satanismus. Es ist auf jeden Fall unabstreitbar, dass er manche Fakten anführt, die man einfach nicht anfechten kann. Wenn solche Symboliken vorkommen, wenn solche Zeichen vorkommen, dann ist das so. Manches ist indirekt, manches ist vielleicht ungewollt gemacht, wenn da irgendjemand eine Handbewegung macht oder zufällig ein anderer im selben Game nochmal so eine Handbewegung macht. Also ich finde, das sollte man jetzt vielleicht nicht überbewerten, aber wenn dann wirklich ganz eindeutige Symboliken vorkommen, da gibt es dann nichts dran zu rütteln. Da ist dann natürlich die Frage, ist das jetzt einfach aus Gag und aus Stilmittel gemacht, wie wahrscheinlich in 99% aller Fälle, oder meint es mal wirklich jemand ernst? Die Sache ist halt, wenn ich dieses gleiche Muster erkenne. Man sieht halt schon, wie ich sagen wollte, anhand der Körpersprache, dass er ihn eben nicht wirklich ernst nimmt oder nicht ernst genug nimmt. Teilweise auch doch in der Deutschrap-Szene relativ politisch gleichgeschaltet sind, beziehungsweise ungefähr das erfüllen, was sich so die Bundesregierung wünscht, bin ich schon überrascht so. Welcher Rapper erfüllt denn das, was sich die Bundesregierung Ja, wünscht? also ich finde, es gibt wirklich nichts politisch Korrekteres als diese ganze Rap-Szene. Warte mal, hat PA seine Füße auf dem Tisch? Alter, er kümmert sich einfach um nix, ey. Egal, die sucht sich so ein Edelrestaurant aus. Er packt
packt seine Füße einfach auf den Tisch, Alter. Das Problem ist halt, ich glaube, die Rapper merken selber nicht, wie politisch korrekt sie eigentlich sind. Aber ja, das stimmt. Die Rapper sind auf jeden Fall extrem politisch korrekt. Da haben wir das beste Beispiel mit Kollega und Silly Bang. Und genau das gleiche jetzt bei dir. Du sagst, du willst, dass die ganzen Flüchtlinge hier reinkommen. Flüchtlinge. Du weißt aber. Das wollte ich auch gerade fragen, wo hat er das gesagt? Wo hat er gesagt, dass er will, dass alle Flüchtlinge hier reinkommen? Okay, ja. Oder du sagst so, ja, ich habe jetzt wirklich, also ich weiß nicht, ob du das sagst, aber es ist so der Grundtenor bei Deutschrappern, also dass sie sagen. Nee, da hat er sich jetzt ein bisschen, da hat er sich ein bisschen zu krass reinmanövriert gerade. Jetzt hat er gemerkt, ah, das war ein bisschen Bullshit, direkt mal zurückrudern. Aber ich sehe von euch keinerlei wirklich kritisches Statement, sei es jetzt zu der Flüchtlingsfrage, sei es jetzt zu den ganzen False-Flag-Attacken, die stattfinden, sei es jetzt zum Geldsystem. Aber geht's jetzt darum, dass ein Rapper, der Mucke macht, Stellung zu politischen Themen beziehen muss? Verstehe ich jetzt schon wieder falsch, um was es hier eigentlich ging. Ging es jetzt hier nicht um Verschwörung? Und da oben steht es auch, Illuminati-Talk. Und er selbst wollte ja eigentlich auch dahin, um mit ihm zu besprechen, ob PA nun Teil einer Verschwörung und Illuminati ist oder nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was bringt, ihm vorzuwerfen, er würde kein, oder alle Rapper würden kein Statement. Warum denn auch? Also es in erster Hinsicht soll es um Musik gehen und nicht um Politik. Aber ich glaube, im Thema Deutschrap interpretierst du einfach ein Ticken zu viel rein. Lass mich das richtig ausdrücken. Wenn wir 2 Millionen Menschen aufnehmen, ja, und davon 1,9 Millionen Menschen retten, aber dafür in Kauf nehmen müssen, dass 100.000 Hurensöhne hierher kommen, dann rette ich lieber 1,9 Millionen Menschen und nehme 100.000 Hurensöhne in Kauf, als aus Angst vor diesen 100.000 Hurensöhnen 1,9 Millionen Menschen verrecken zu lassen. Und das sehe ich genauso. Das ist wahrscheinlich das beste Statement des ganzen Interviews, was er gebracht hat. Also man kann jetzt auf jeden Fall dazu sagen, vom letzten Sprung bis so fast zur ersten vollendeten Stunde. Und PA sollte sich einfach zu bestimmten Symboliken, die in seinen Videos verwendet wurden, auch bewusst von ihm einmal äußern, was er denn damit gemeint hat und so weiter und so fort. Ist ziemlich interessant und ist jetzt nicht so leicht runterzubrechen auf ein paar Sekunden. Deswegen empfehle ich euch einfach, zieht euch das Ganze rein. Ich verlinke das. Es gibt jetzt auch schon Reuploads, falls das Ding ja von PA gelöscht wird, was er ja auch ab und zu mal angekündigt hat, dass er dieser Sache nicht so lange eine Bühne geben möchte einfach. Bisher ist es noch nicht passiert, obwohl er das eigentlich schon relativ früh machen wollte. Jetzt ist das, glaube ich, schon 3 Tage online und fällt da eure eigene Meinung. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis das Ding hier hochgeladen wurde. Als es dann hochgeladen wurde, hat PA am Anfang noch was angefügt. Und das ist jetzt das Eigentliche, worüber wir uns heute unterhalten möchten. Weil das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber bildet euch eure Meinung selbst. Einige Menschen warten jetzt schon seit ein paar Wochen auf ein bestimmtes Video, welches ich heute online stellen werde, einfach nur, weil ich mein Wort halte und nicht als Laberbacke durchgehen möchte. Was schon mal auf jeden Fall zu respektieren ist. Was ich jetzt mittlerweile auch schon des Öfteren unter Beweis gestellt habe. Was auch stimmt. Ich wollte dieses Video nicht mehr rausbringen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so langweilig geworden ist, dass es einfach komplett irrelevant ist. Es zieht sich so in die Länge und ist so unnötig. Aber ich habe mich für dieses Gespräch bereitgestellt, ich habe es geführt und bevor jetzt auch noch irgendein Typ im Internet wirklich das Gerücht verbreitet, ich hätte diesem Gespräch nicht standhalten können oder sonst irgendetwas, was kompletter Schwachsinn ist, was ihr auch gleich sehen werdet, bringe ich es trotzdem raus. Ich werde es nach 2 Tagen trotzdem offline nehmen, weil ich der gequillten Scheiße, die dort geredet wird, einfach keine Plattform bieten möchte. Jeder, der will, kann sich das ja jetzt runterziehen und wieder selber uploaden, aber bei mir auf meinem Channel gibt es da keine Plattform für. Trotzdem solltet ihr dieses Gespräch sehen können oder wenigstens sehen, dass es stattfand. Und keiner irgendwie abgekackt hat. Ja. Das klingt halt schon ein bisschen emotional und schon ein bisschen angefressen so. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch daher kommt, dass er halt übelst unter Druck gesetzt wird und übelst viele Leute ihn stressen und sagen, hey, warum ist das nicht da und warum äußert man sich nicht? Und das kann einen schon so nerven, dass man sagt, hier, pass auf, Alter, nur um den Leuten zu zeigen, dass ich da nicht den kleinen Max gespielt habe, lade ich das Ding natürlich jetzt hoch. Das kann die eine Seite sein, es kann aber auch sein, dass er sich schon ein bisschen missverstanden fühlt. Am 12.01.2018 habe ich mit Kianosch das Album Desperados 2 rausgebracht und im Zuge dieses
dieser Promophase sind mir ein paar Videos bei YouTube aufgefallen von einem gewissen Herrn Tillmann Knechtel, auch bekannt als Trau keinem Promi. Schade, dass ihm mein Video in dem Zusammenhang nicht aufgefallen ist. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe über Desperados, glaube ich, als einziger auch so eine ausführliche Reaction gemacht und war auch lange Zeit der Erste, der über dieses Album berichtet hat. Fand ich ein bisschen schade, dass PA darauf nicht reagiert hat, muss ich sagen. Weil das kam ziemlich gut an. War, glaube ich, auch meine erste Album-Reaction nach Black Friday überhaupt. Also PA, du bist mir noch was schuldig. Vielleicht supportest du auch mal die Leute, die was Gutes über dich zu sagen haben und nicht nur die Leute, die dich provozieren wollen. Lieber Tillmann, ich habe dieses Gespräch sehr human mit dir geführt. Ich habe mich auf dein Level begeben und habe es probiert, korrekt mit dir zu führen. Ja, das war jetzt schon die erste kleine Diss-Geste, dass er meinte, so, ich habe mich auf dein Level begeben und geht mit der Hand nach unten. Was ich jetzt mittlerweile als Fehler empfinde, weil du bist sehr ignorant, du bist sehr festgefahren bei dem, was du denkst und man kann dich eh nicht vom Gegenteil überzeugen. Muss ich schon sagen, also das Gespräch war in Ordnung. So. Die haben sich beide abgewechselt, jeder konnte sagen, was er wollte und natürlich hat man sich jetzt nicht treffen können und kam nicht aufeinander, aber ob man es jetzt direkt ignorant nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Du denkst allen Ernstes, dass Bushido was mit den Anschlägen von Paris und Berlin was zu tun hat. Das ist so eine Sache, da kann man natürlich schon den Kopf schütteln. Ne? Aber Tillmann, du tust mir einfach leid, Digga. Ich hab dich kennengelernt. Du sahst sehr blass aus, sehr ungepflegt. Du bist so, als hättest du dein Zimmer in den letzten 2 Jahren nicht verlassen, Digga. Du bist unter sehr komischen Umständen nach Berlin gereist. Dachtest, dass da die böse Loge auf dich warten würde und da vielleicht kidnappen würde. Geh mal zum Friseur. Mach mal Urlaub. Mach irgendwas. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, also ich feiere PA Sports extrem für seine Mucke. Für mich einer der besten deutschen Rapper, die es gibt. Wie er die Musik beeinflusst und was der für Meisterwerke raushaut mit seiner Crew, ist einfach nahezu unerreicht. Eigentlich auch dafür bekannt, ein korrekter Gesprächspartner zu sein, jemand zu sein, der einen wirklich auf Augenhöhe trifft, eigentlich auch gar nicht nötig hat, jetzt über irgendeinen abfällig zu reden. Das war jetzt einfach eine Sache, die in meinen Augen einfach nicht zu PA passt. So, aber jetzt ist mir natürlich auch sehr wichtig, was auch die Community darüber denkt. Gut, Tonqualität, es war natürlich nicht möglich, das in einem ruhigen Raum zu filmen. Richtig trauriger Anfang. Stimme Tillmann auch nicht in jedem Punkt seine Videos zu, aber wenn man eine Debatte führt, dann bringt man in der Debatte einfach gute Argumente und hängt nicht im Nachhinein so eine manipulative Scheiße dran. Vor allem persönliche Beleidigungen, die einfach fair am Platz sind, sehr enttäuschend, hätte ich von PA nicht erwartet. Muss ich unterschreiben in dem Fall, das ging einfach mal gar nicht. Danke fürs Hochladen, Bratan. Anfang war Small Habibi. Neutral Gespräch lassen ist kellerwürdiger. Für die Illuminati aus dem Life is Pain Camp im Hintergrund die ganze diabolische Pläne schmieden. Marvin, ich hau mich weg. Ja, und worauf ich jetzt noch ein will zum Schluss, ist natürlich das Statement von Trau keinem Promi zum Video selbst. Trotz dieses beleidigenden Statements von PA am Anfang, muss ich einfach mal festhalten, für mich ist die Sache sehr gut gelaufen, besser gelaufen, als ich sie mir vorgestellt hätte, nachdem PA mir nur einen Livestream angeboten hat. Jetzt hat er wirklich das wahrgemacht, was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass er die Sache wirklich auf seinem Kanal veröffentlicht. Wahrscheinlich ist es ein bisschen anders gelaufen, als er sich das vorgestellt hat, aber man muss einfach mal sagen, PA hat im Gegensatz zu allen anderen deutschen Rappern sich getraut, mit mir ein Gespräch zu führen und hatte dann auch noch die Eier, das auf seinen Kanal hochzuladen. Das könnte man jetzt einfach so stehen lassen, aber ich muss an der Stelle, auch wenn ich mit so vielen seiner Inhalte ebenso wenig konform gehe, ganz, ganz dicken Respekt aussprechen, wie er mit der Sache umgeht und dass er sich nicht hinreißen lässt und auch zu emotional wird und dass er jetzt Größe zeigt. Und ich wünsche mir sehr, weil so kenne ich auch PA, dass er ebenfalls Größe zeigen kann, was das angeht. Find es bemerkenswert gut, wie er jetzt im Allgemeinen damit umgeht. Ja, jetzt interessiert mich natürlich noch, was ihr von dieser Debatte denkt. Haut mir das in die Kommentare. Jetzt von einem Karriereende zu sprechen von PA Sports und er wurde ja so zerstört und er hat sich so lächerlich gemacht. So, davon würde ich jetzt nicht reden. Natürlich war es ein bisschen unglücklich gewählt, dass er da am Anfang noch so ein Statement rausgehauen hat. Das hätte nicht sein müssen, klar. Aber deswegen jetzt gegen PA zu hetzen, finde ich unter aller Sau. Ich würde ihn und Life is Pain bis zum Tod supporten, sage ich euch ganz ehrlich. Jeder ist menschlich. Jeder macht Fehler. Und falls es irgendjemand zum Ende dieses Videos noch interessiert, auch BeardBro TV ist kein Mitglied der Illuminati.